Los geht's. Großer Furz von Österreich. Oh Gott! Okay. Gut an da hinten. Ist das der Valvo etwa? Ja, wer kommt denn da? Nein, ich muss weg hier, ich muss weg. Oh Gott. Was heißt denn das? Stell weg. Ah. Oh Gott! Das ist das Positive. Alter, ja. Kann der aufhören, Scheiße zu fahren? Oi! Oh Scheiße. Gott, Spengler! Und tschüss! Sektor 1. Auf Wiedersehen! Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallo, servus, grüß Gott zu Hause. Herzlich willkommen zurück in Österreich. Am A1-Ring Rennen Nummer 12 steht auf dem Programm. Wir haben das Trauma Kodi Motorpark erfolgreich hinter uns gelassen und in Österreich wieder mit dabei und auf die Strecke fahrend ist der Kenny. Guten Tag. Hallo, der Valvo ist auch mit dabei. Jo, grüß euch die Madel und die Burm. Und der Joker ist auch wieder mit von der Partie. Und die Furzer. Und zur Info, hier hat der Valvo gestanden. Wollte gerade sagen, liebe Leute, hier hat der Valvo gestanden. Warte, warte, es kommt gleich, kommt gleich. Hier. Und im Übrigen auch letztes Jahr, ne? Linsen, wir wissen wer genau. Hinter dem Toyota-Schild. Joker, was gab's heute zu essen? Keine Linsen auf jeden Fall. Gott, was ich euch auf jeden Fall nicht raten kann, ist diese Schokoladenpizza. Doch, die schmeckt ganz gut. Bah, ist das eklig, ey. Also ich mochte die. Schmeckt ein bisschen wie ein warmes Nutella-Brot. Max, jetzt geht's los. Ach, ich dachte, Jack war Köln-Fan. Ach so. Da kann ja jeden Mal passieren. Jake hat die Sitzung verlassen. Jake, wird sich das merken? Das vom Sunderland-Fan. Boah. Ich hoffe, ich stehe dieses Rennen durch. Ich habe schon richtig verstanden, heute hast du es mit dem Ausscheidungsproblem. Naja, die war nicht ganz so lecker, die Pizza. Ach so. Du wolltest mal etwas ausprobieren. Genau. Leider hast du nicht daran gedacht, ja, heute ist ja Aufnahme, vielleicht Moment. Wenn das nicht schmeckt, boah! Hast du einen Eimer parat? Lassen wir das. Für hinten rum. Ja, hier ist für hinten rum, aber. Ja. Oh Gott. Habst du noch versucht, ein bisschen mit Käse abzuschmecken? Ah, besser ist es auch nicht geworden. Gleich wieder raus, ey. Schokoladenpizza, okay, so was steak mir vielleicht irgendwie mal so ein Stückchen oder die davor, aber so eine ganze Pizza schon. Ja, das ist alles, das klebt alles dann so im Mund, das ist irgendwie voll eklig. Ganz herrlich, also. Kein Jahrzehntelvorsprung. Dass der noch gar nicht kotzen muss. Vor allem ist es mir wert, mir viel zu süß führen, jetzt vollen. Ja, weißt du, ich dachte zumindest, dass der Boden so, so Dingens ist. Nicht süß. Aber der ist auch süß. Was soll denn das mit dem süßen Schokoladeboden? Die neue schnellste Runde hat am Ende, glaube ich, ein bisschen Zeit verloren. Jo. Ja, vor allem durch das Schild. Und der nächste ist dann der, weil... Nee. Warwick, genau. Doch, weil... Das ist mein Name. Mein Nick. Dann fahr halt raus. Oh, fang schon an. Es hat begonnen. Kommt überall raus. Wehrlein momentan auf dem Anzweifeln. Oh ja, das wär's. Die gleichen so ein Rasenspringer. So. Ich hoffe, ich hab die Cam nicht an. Ich seh das gerade nicht. Auf jeden Fall die beiden, die Game of Thrones Mercedes weit vorne stehen. Sehen. Was ich ja gerne mag, sind zum Beispiel diese
Brezeln mit Schokolade. Kennst du die? Du meinst die ja, genau, so. Ja. Wobei die von Mika nicht ganz so gut sind, da gibt's bessere. Aber die sind ja, halt total lecker, finde ich, diese Kombination. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist das auch gut in Kombination mit der Pizza, aber... Aber sind diese Brezeln nicht eigentlich eher mehr ein Süßgebäck in der Richtung? Das ist ja keine richtige Laugenbrezel mit Schokolade drin. Doch, doch, es ist schon was Salziges. Ja, ja, deswegen kann ich davon noch nicht zu viel auf einmal essen. Ich finde die auch ganz gut, aber nicht zu viel auf einmal, bitte. Ne, die Kombi ist so richtig geil, weil... Weiß nicht, wenn ich sonst was Süßes esse, muss ich danach was Salziges essen und so ist gleich kombiniert. Ist ja mal schon einen Weg gespart, ja, geil. Ja, aber es ist ja auch bewiesen, dass Salz bei süßen Speisen und sowas zum Beispiel den Geschmack noch geiler macht, Alter. Okay. Was geht's für den Malboro? Na, die war nicht so geil. Mein Grand Prix. Ja, er wollte uns ja heute noch einiges aus seinem Heimatland wieder aus der What? Sprechküche. 310. Rückstand. Hier hat er gestanden, hallo, Valvo. Jus, Jus. Musst du so ein Gesicht von dir einmal reinschneiden im Nachhinein. Da steht er, da steht. Auf die Kuh. Tribüne, so ein Valvo-Gesicht danach einfach. Gott, ey. Ein Valvo-Schriftzug. Wie diese Kapperfresse, ey. Selber Kappa fressen. Gott, nicht ans Fressen denken, nicht ans Fressen denken. Und denk auch nicht ans Ausscheiden, ey. Du Schnauzer! Da geh ich weit! Hält dir schon das Scheiß aus Papier hin in Grün? Wow, wurde weggenommen. Ui. Schon wieder kein Rolex drauf. Was passiert? Ich hab grad nicht. In der letzten Kurve ist Valvo an die innere Mauer geschlagen, hat sich dann mal weggedreht. Ich wollte die 15. aufholen. Ah ja, so viel dazu. Jetzt hast du nur 5 Sekunden drauf. Sehr schön. Vor allem auch hübsch in der Kameraperspektive, wie man dann einfach nur so einen drehenden Valvo hinten aus der Kurve kommen sieht. Da wollte Valvo mal den Walzer aufs Parkett legen. Den was aufs Parkett legen? Walzer. Ich hab Beißler verstanden. Den Beißler aufs Parkett legen. Ja, hallo. Bin auch wieder dabei. Grüß Sie mit der Hand und herzlich willkommen. Und ab geht's für den Jugel. Jugel, Leute. Wäre das von dir eigentlich der nächste Formel 1 Grand Prix, Jockel? Hockenheim? Ist Hockenheim näher? Ich weiß es nicht. Oder ist es vielleicht auch der Nürburgring? Oder da die Aros, die durch deinen Garten fährt? Von unseren Strecken aus, die wir jetzt ausgewählt haben, ja, dann wird die Avus, aber von Altstrecken direkt Hockenheim oder Nürburgring, denke ich mal. Joker kommt ohne Anschlag durch. Auf geht's in die gezeitete Runde. Zweieinhalb, fast 30 Rückstand im ersten Sektor. Also wie ich im ersten Sektor?
zweite. Oh, knapp 90.000 sind noch Rückstand. Na, Jockel holt auf. Ja, aber ja. Jockel verliert. Eng nehmen. Ja, dürfen neue Bester werden. Nee. Klapp 50.000. Hab ich gesehen, mit freiem Auge. Freiem Auge hängt schon wieder raus, Leute. Nee. Boink. Joker müde. Nimm schon Helm, oder? Gut, damit haben wir das Rennergebnis. Das Rennergebnis schon? Ui, ja. Ist dann. Ja, das ist doch scheißegal, halt's Maus. Fick dich. Na, okay. Oh. Ellie. Wäre leider nur noch auf der 4. 5. Der 4? Ist da noch ein KI-Fahrer gekommen? Ja, Gary Paffett. Hey. Hey. Der Mercedes präsentiert sich. Oh, hallo. Ja. Ja, Österreich ist so die Ruhe vorm Sturm. Die Ruhe zwischen den Stürmen. Stimmt. Weil beim nächsten Mal geht's nach Monte Carlo, genau. Kater Carlo. Und der letzte Grand Prix war ja auch nicht ohne, den wir gefahren sind. Der Cody Motorpark. Hat sich gut angehört, auf jeden Fall, ja. Da hat sich der Kenny den richtigen gespart. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war ganz gut, dass ich da nicht mit dabei war. Ja, ich bin schon direkt in Kurve 1 weggerotzt. Was denn das Wort? Was denn, ja? Jake, an der Stelle stand ich übrigens. Wo du 3000stel Rückstand hast. Hast doch gewunken, ne? Hat ja gleich nur 2 Sekunden Vorsprung. Und ist das erbärmlich. Noch schön gewunken. Hallo, Valvo! Ich bin's, die Helga! Bin's der Valor! Wann kommst du wieder? Checkt er immer noch mit seinem veralteten Design der Fahrt? Immer noch der Nürburgring drauf am Auto? Ja, ja. Alt! Oh, eine Sekunde Vorsprung. Ich möchte am liebsten irgendwo reinficken, ey. Ich das sehe, ne? Ich krieg so Aggression, Alter. Ich werd so sauer. Stell dir so vor, dass du nicht neben sitzt. Ich will mir wegboxen wie Buds Benzer, ey. Was? Aus dem Bild. 1,24,644. Glückwunsch an Jake. Danke. Gratuliere. Herzlichen Glückwunsch, toll. So und so vielte Pole Position. So und so vielte. Nicht alle. Alle bis auf eine. Alle bis auf zwei. Okay. Joker hatte auch eine. Sorry, Joker. Die Chance, die ich hatte, hast du mal zunichte gemacht. Ich war ja schon, hab's gesehen, ja. Ich war dabei, danke. War mir eine Ehre. Ja, dann Pole Position für den Bador. 1,6 von Kenny. Knapp dahinter der Jockel, dann Peffert, Werlein, Fahrfuß, Spengler, Werner, Tom B., Glock, Rockenfeller und so weiter. Und ganz hinten der Weibo. Hallo. Es fällt von hinten auf. Aus der ersten Kurve gehen nur noch. So, dann schauen wir mal rein. Übrigens Regen. Regen. Genau. Ein Klassiker. Das ist auch zeitlos, ne? Ja, aber hallo. Das ist nur humorlos. Oder so. So, Regenreifen noch, sehr schön. Ja, fahr du mal mit Regenreifen. Ich hol mir die Schneeketten. Jetzt übertreibst du mal. Wer hier parkt, fährt auf Felgen weit. Ha ha ha.
Binocle, da fehlt der Jake und irgendwo ganz da hinten, da fehlt noch der Wario. Der fehlt nicht mehr, ich sehe ihn da hinten. Er hat Leuchten. Nee. Das ist der Joker. Nee, das muss der Glock sein, weil Valvo ist der Letzte, der sich. Jetzt. Ich habe noch die Perspektive nach hinten eingestellt. Da will ich gleich sehen, wenn es rausfurzt. Los geht's. Großer Furz von Österreich. Oh Gott, Green. Oh. Schon die Aufhängung angebatscht an Tomczyk. Danke, Tomczyk. Na, Hein, du fährst wie eine besoffene Eichkatze. Oh Gott. Das war wie knapp. Eine Katze, gelb. Ja, so ein Eichkatzerl. Ach, ein Eichhörnchen. Ja. Miau. Genau. Miau. Ach, come on. Glock. Gehen wir nicht auf den Sock. Da bin ich übrigens gestanden. Jetzt habt ihr es nicht gesehen, aber nächste Runde dann. Hast noch genug Rundenzeit. Ach, schöner, tolles Bergpanorama. Berg und Tal ist so schmal. Wie ein Zaunpfahl. Vielen Dank an Jackie Hinterseher. Bitte? Jackie Hinterseher. Bitte? Ich möchte das nicht. Ich glaube es nicht. Heimat großartiger Dinge. Wie bei Vorig, Falco. Gerd Berger. Und die Rockenfeller! Adolf Hitler! Ja! Mein Elf, ja! Ja! Oh Gott! Puff. Okay. Gut an da hinten. Boah, wir waren das gerade. Oh shit. Alter. Steigt er voll in die Eisen vor mir. Da musste ich schön ins Kies ausweichen. Sonst hätt's gebumst. Aber so richtig gebumst. Nicht nur irgendwie, sondern so richtig. Mit Anlauf. Richtig schön in die Hose. Richtig schön. Oh, Rockenfeller. Das war gleich dein letzter Furz. Habe ich nicht getroffen, ne? Nee. Aber jetzt! Du warst noch ein bisschen langsamer, als ich gedacht habe gerade. Dafür bist du ein bisschen weit rausgekommen. Nehmt euch ein Zimmer. Ich hab nicht mehr eingelenkt, ich hab einmal aufgelassen, damit ich in die Karre knödel, ey. Ich hasse es, wenn die sich so dumm rumbewegen, ey. Bleibt's auf eurer Linie. Wichser. Obelix! Da war ich doch zu sehr auf dem Gras. Ich kann mich auch erinnern. Ich auch! Wir beide das letzte Saison doch hier. Fast im Synchron. Dings gedreht. Wo war denn das? Bei der Stelle gerade, wo wir waren? Ne, ich weiß noch, auf Start und Ziel mit uns beiden. Ah ja, stimmt, Nachstart, genau, richtig. Das ist schon nach wieder. Der Remus nach der ersten da Kurve. Da. Das kann auch was gewesen sein, aber ich meinte nach der. Du fährst auf die Remus und dann die gerade wieder darunter die Kurve. Also erst in der Ziel. Hattest du dich irgendwie gedreht? Ich wollte ausweichen, bin ja, genau. Gras und hab mich dann genauso weggedreht. Und in der Zielkurve habe ich mal kurz reingeschnuppert bei dir. Ja, stimmt. War auch keine gute Idee. Hab ich denn nicht bei dir reingeschnuppert?
Köstlich. Geil. Oh, das geht weit. Da bin ich übrigens gestanden, Kenny. Wolltest nur Hallo sagen, oder? Jo. Jo. Jo, Bro. Also Gusto Fabus, mein Freund. Ja, fahr rüber, klar. Ja, nee, ist klar. Hofft er gar nicht. Und die haben sich schon gut abgesetzt, die beiden. Peffet und Fabus. Von der KI zumindest, von der restlichen. Dürfen die gar nicht. Hast du schon? Naja. Fünfter. Weil du meinst, die wahrscheinlich immer noch nicht drin, wa? Nö. Oh, ui, 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 ui. Da muss er kämpfen, der Kenny, da muss er kämpfen. Wir sind zu weit drüben gewesen, als ich angebremst habe, glaube ich. Oh, perfekt. Puh. Dann knappe 10 Sekunden auf einen von euch Oschis. Wer ist vorne von euch? Unter meiner einer. Ihr fahrt aber auch wie ein geiler Klumpen da zusammen, ey. Oh ja. Das ist ein eineinhalb Zehntel. So ein Riesenklumpen. Aber jetzt! Jetzt ist der Kenny wieder vorn. Das geht ja ab bei euch. Jake, mach langsamer. So, 2,5 Sekunden Vorsprung ist schon zu viel, oder? Noch 3 Runden. Fuck. Ah, die Kurve muss ich echt besser treffen. Lauter Kurve, glaube ich. Ja, Niki Lauda hier. Der hat nur anderthalb Ohren, wie willst du die besser treffen? Geht gar nicht. Mit dem zweiten hört man besser. Bitte was? Oh shit, oh shit. Oh, ich hab ihn fast verkackt. Ich seh nur die Bremsstreifen da. Die war. Oh, da hat auch kein Blatt mehr dazwischen gepasst. Die Zielkurve. Kennen wir die erste Kurve? Ich versuche immer ans Maximum zu gehen und verkack's dann maximal, ey. Ui. Was sind ja mal positive Geräusche? Aber wie positiv? Fragezeichen. Sorry, Bro. Ich konnte es abfangen. Ich bin auf dem Gras. Buh.
Ich meine, yeah! Gerade noch so gerettet. Also, müsste der erste Boxenshop der KI losgehen? Nächste oder übernächste, würde ich sagen. Erste Kurve mal erwischt. Ui. Bin mal gespannt, ich habe einen meiner Kühler zugemacht. Mal gucken, was er zum bringt. Wahrscheinlich. Inwiefern? Warst du laut oder was? Was? Warum? Kühler zugemacht? Nein, hier an dem Motor. Ah, hä? Im Setup. Okay. Da stand was von wegen Kühler oder sowas. Kühler offen. Ich habe aus also 3 in 2 gemacht. Okay. Guck mal auf die Motortemperatur. Wird der Motor schneller warm. Jetzt da rot. Jetzt kann ich mein Boost hier noch schneller grillen. Yippie! So, ich mach jetzt auch meinen ersten Stopp. Der Kenny gleich mal mit. Ja. Ihr Klumpen, ey. Dübelt vorbei. Los, 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 lass mich raus. Alle für 6 Liter tanken, Alter. KI geht jetzt rein. Okay. Also zumindest fast alle. Wer kommt hier gerade? Aua. Borkenfäller. Oh, ich kann jetzt fast die Boxen ausverkaufen. Die ist echt biestig. Seid ihr voll reingedübelt? Oder? Ja, ich musste abbremsen, weil ich relativ früh meine Box habe. Also ich versuche immer auf 80 so abzubremsen. Aber schon am Anfang? Nee, also sobald ich merke, dass ich bis dahin dann so auf 80 runterkomme. Der Fall der Herr. Geschwindigkeit wegzuhalten. Okay. Wollte ich jetzt natürlich auch nicht voll machen, weil Kenny da nicht mehr hoch war. Voll reinficken. Feller, wie sieht's aus? Schick dir den an der Box vorbei. Mach Platz da! Jake, warst du gerade an der Box? Jockel? Ne, weiß ich nicht. Ich höre euch noch. Ich auch. Das war gerade irgendwie so ruhig. Soll mal vorkommen bei uns? Nee. Super, da vorne macht keinen Fehler. Maul. Ja, hallo, ich bin auch noch da. Bin auch dabei.
Euro geht an eine Box. Ein Safety Car. Da ist der Kitty. Da ist der Jockel. Juhu. Lasst mich raus. Jetzt bin ich gespannt. Abstand. Was geschrumpft. Okay. Bisschen zumindest. 2 Sekunden, glaube ich. Und 2,5. Das sind die Bremsstreifen vom Jockel. Jockelstreifen. Bin ich fett? Gerade zu bekommen, meine Lieblingslauder-Kurve. Das ist absoluter Schwachsinn. Dieser absoluter Schwachsinn. Da musst du heute noch viel mehr mit österreichischem Akzent kommen, Valo. Jo, ich weiß. Der Jake ist gerade am Überrunden da. Der pflügt da durchs Feld. Entschuldigung. Seit wann entschuldigen uns für unsere Ausdünstung? Mit ganz neu. Es fing alles bei Race to 7 an und es wird doch alles bei Race to 7 enden. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Kenny fährt da stark da vorne und der Jocke auch, Weltklasse. Kenny auf jeden Fall, ja. Keine Chance da mehr mitzusehen. Da gibt meine Salatschüssel einfach nicht mehr her. Lecker, könnte ich auch noch fressen. Ein guter Obstsalat. Wir sind im Boxenstoppfenster angekommen. Hallo Boxenstoppfenster. Hallo Volvo. So, meine beste Runde ist eine 1:26.086. 1:26.081. Also deutlich schneller als du. Hier verliere ich jetzt erst wieder Zeit. Oh, Alter, quetscht der. Ich glaube, der Jake war zu seinem ersten Stopp drin. Ich bin noch drin. Ich mach direkt den langen Stopp. Unterschiedliche Strategien da. Das heißt, Jakes Reifen geben am Ende WO, dann ist was drinnen für uns. Dann kriegen wir das noch. Ach ja. Dieser Zweckoptimismus. Ah, ich muss überlegen, wegen Benzin. Gieße ich mich jetzt schon voll oder später? Ah, ich muss bei meinem großen Stopp, glaube ich, mehr Benzin tanken, weil ich nicht so sicher bin bei den restlichen 2 Stopps, denn wenn ich da nur wenig tanke, das denn trotzdem ausreichend tut.
etwa auch ein Quersteher. Geh rein, mach aber noch mal kleinen Stopp. Hey, das war meine Strategie. Ihr beiden schon wieder. KI wieder rauskommen. Hier habe ich jetzt nicht gar kein Fez. Wir seit 15 Runden so nee hintereinander fahrt. Gibt's schon nicht. Wie eine Familie. Familienausflug. Eine schrecklich nette Familie. Schrecklich netter Familienausflug. Papa, hast die Jausenbrote entpackt? Jo, war Hunger. Was ist denn drauf? Ein Backerl-Putz. Ein Obstsalat. Hübsi. Da stehe ich voll drauf. Abstand schmilzt, der Jacke ist an der Box. Da komme ich doch auch gleich mal. Hallo, Jake. Hallo. Nicht wegfahren, ich bin's, die Helga. Gott, Helga, weg hier. Ey. Was? Was willst du? Juhu. Oh, Fickens! Puh. Ausfahrt? Mhm. Manchmal los hier bei den Umschalten. Bei was? Mach ja immer, wenn ich merke, dass ich im roten Bereich dann bin zum Hochschalten, dann mache ich so manchmal manuell hochschalten. Und dass er da meistens einen Gang denn übersieht. Also manchmal vom dritten in den fünften Gang hochschaltet. Okay. Vielleicht weil er in dem Moment selber schaltet. Kann sein, ja. Die kann man nicht vorher in Rennen sehen, so schon interessant. Selbst das kann ich nicht. Beinahe. Vollendet die 16. Runde. Das heißt, wir haben alle zwei Stops und Bela hat seinen großen schon, oder? Tja! Jetzt ist die KI drinnen. Zum zweiten. Meine zweiten.
Hier bin ich übrigens gestanden. Ach, das heißt doch unten das Symbol in die Box. Dass man jetzt eigentlich nicht zu dem Zeitpunkt in die Box könnte, weil Rick der Teamkollege drin ist. Oh, okay. Ich denke mal, dass das auch die Möglichkeit wäre. Die Anzeige. Aber das kriegt, die Anzeige kriegt man dann nur im Fenster, oder nicht? Ich glaube, die kann auch außerhalb des Fensters kommen. Ja. Du musst jetzt mal drauf achten. Mal jetzt drauf achten, wenn jetzt wieder die Farbe rausgeht. Oh, Alter, ui, ui, ui. Aha, oh. Schaller noch? Hab ich fast den Ball gemacht. Weltklasse, oder wie? Komm vor mir alle raus, so scheiße. Oh Gott. Oh, zu weit, zu weit. Es ist vorbei. Bye bye, Extra. Bye bye, Beißler. Na, jetzt bleibt die Einblendung in die Box. Bei mir ist er weg. Okay. Bei mir war die vorhin mal, aber da hatte ich, glaube ich, einen Jump-Tick. Den Jump-Tick okay. Gerade genau hinter mir. Hab ich zu viel nach hinten geguckt und geschaut, was du da hast. Prio. Wie viel war der große Stopp? 10 Liter? Ja. Hier steht der Wittmann in Infield, Sektor 2, weit draußen. Nicht gefährlich für uns aktuell. Solange er da stehen bleibt. Und nicht den Dirk Werner macht. Stimmt. Na, da die Strecke zurückfährt, ja. Na, da bleibt er stehen. Tomczyk. Keine Punkte für Wittmann, yes, yes, yes. Der letzte verbliebene KI-Fahrer, der noch um die WM kämpft, nach dem Rennen dann wohl auch nicht mehr. Das hielt ich eh für ein Gerücht. Ja, aber es ist halt rechnerisch noch möglich. Das haben wir doch alle zusammen schön nach dem letzten Rennen ausgetüftelt. Oh, eng. Man muss aber schon Weihnachten und Ostern in den Tag fallen, bevor ihr noch auf ein sensationell um die WM mitfährt. Und der Osterhase mit der Weihnachtsmütze, hallo! Der Osterhase den Weihnachtsmann vergewaltigt. Oder so. Schaut ihn an den großen Sack für seine Eier. Was ist jetzt meiner? Scheider konnte ich ohne Zeitverlust kassieren, glaube ich. Ja, bist du vorbeigekommen? Bist der Beste? Der steht da jetzt rum, Mann. Oh Gott, und ich fahr weit! Ich fahre weit, der Lied. Ja. Oh, ficken! Hallo, Wittmann! Du auch. Genau die gleiche Stelle. Ich frage mich, ob Green um Punkte kämpft oder einfach seinen Stop immer später macht. Gilbert Grün. Ja, kenne ich, habt ihr den Kommentare. Box auf. Ah, bei mir ist jetzt wieder weg. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so Vorschläge sein sollen. Oder dass die Box jetzt bereit wäre. Bereit? Molina! Scheider! Vogel von Meri kriege ich hier nicht. Ich häng zwar dahinter, aber ich komme nirgends so vorbei. Kappa, das kostet nicht Zeit. Eine Sekunde verloren an
Molina und Scheider, den du Süd vorbeigekommen bist. Aber dafür knacke ich jetzt die Torus und Neri einfach nicht. Haben wir die mal erspart und hab den langen Boxenstopp gemacht. Boah, wie Torus, Alter! Oh Gott, ich bin doch dein Magenkollege, ey! Drecksau! Mit dem hat jedes Rennen Bums. War das nicht Wickens? Oder Wickens, stimmt, Wickens war es. Entschuldigung. Fickens und Fick Doris. Fick Doris. Fick Doris. Meri habe ich ein bisschen an mitgegeben. Ja, du und Meri, ihr habt das auch immer. Wie du mal gemeint hast, der und Meri, ja, den kenne ich noch vom Fisten. In Polen, den Meri habe ich glaube ich gerade in die Meute geschoben. Und dann hatte ich den Fick, glaube ich, mit Meri, oder? Wo ich da ausgeschieden bin und er mir reingehetzt ist. War das nicht auch in Polen dran? In Polen bist du nicht ausgeschieden. Wo bin ich denn da ausgeschieden, wo ich gegen die Wand geballert bin und mir ein schwarzes Auto reingefickt ist? War das nicht Job Siffert? Job Siffert, genau. Ich glaube, das war Meri. Oder Glock und alle auch noch dabei waren. In die Boxzeichen unten stehen. Ich auch. Meins ist weg. Ich hab gar keins mehr. Ist in die Boxzeichen seine Wanderhube. Kann jeden durchbrutzeln. Okay. Manchmal macht es aber mit zwei gleichzeitig. Feueralarm bei uns? Wird schon passen. Wird schon passen. Wenn sie mich hier rausholen, muss ich mal kurz Aufnahmestopp machen, aber sonst. Hört sie das? Nee. Okay. Ich höre sowieso kaum im Skype, von daher. Das ist mir so laut. Oder in eurem Dorf direkt? Im Dorf. Ah, okay. Hoffe ich zumindest. Das ist weitreichend. Oft halt, wenn wir einen Fluss haben, dass halt, wenn es viel regnet. Ah, okay. Dann halt. Aber gut, wirklich Überschwemmungen gibt es eigentlich nie da. Wenn ein Schiff an deinem Fenster vorbei ist. Ja, dann weiß ich Bescheid. Die Arche bei Voa. Arche Voa. Oh, Wickens und Tombay. Uiuiui. Tombay. Jetzt habe ich den Ohrwurm auch, danke euch. Joker, Alter. Was hast du da denn gemacht? Ah, das ist sehr unrund, was ich hier gerade fahre. Uiuiui. Weg, da Jacke. Hä? Wickens, Alter, fast in den Rang geknödelt, ey. Was ist mit mir? Du bist hinter mir. Sektor 2, gelb. Aber doch noch nicht direkt. Trotzdem. Ich mag das nicht. Da vorne steht Fahrfuß und qualmt wie Hulle Sau. Im Infield. Außer Gusto. Oh, ja. Das war's wohl mit Platz. Was war er? 5? 6, glaube ich. Oder 6, ja. Interessant hier die Ausfälle. Ist ja auch ein Top 10 Fahrer. Direkt hinterm Kenny gewesen. Aber Kenny dürfte sich sowieso auf Platz 4 vorfahren. Hey, 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 hey. Wenn er den zweiten Platz behält. Über solche Sachen reden wir nicht. Kenny Weltklasse? Tue ich doch gerade. So, mein großer Stopp steht an. So, mein großer. Ja, endlich haben wir abweichende Strategie. Ich warte nicht bis Runde 30, bis ich reingehe. Aber tatsächlich bis zur letzten. Oh, je, je, je.
Du vermisst den Joghurt vor dir, oder? Oder hinter dir? Nö. Ich bin nur fast der Hand reingeknallt. Diesen Geruch hinter dir. Die Hand des Königs. Hand auf Hand. Ui, und da habe ich die Hand berührt. Ja. Wenn noch vor dem, der hier gerade jetzt hinkommt. Ist das der Valvo etwa? Ja, wer kommt denn da? Nein, ich muss weg. Oh Gott. Was heißt denn das? Der Motorsport Mercedes von Pascal Wehrlein ist der nächste. Er ist so hübsch. Kein Knutschelchen für die Mama. Ich bin die Helga. Jetzt wird mir wieder in die Box angezeigt. Mir nicht. Oh, Wehrlein. Da haben sich die beiden Löwen fast gegenseitig gekillt. Roar. Hier der Wehrlein Roar. Hier der Wehrlein Schepper. Könnte Wehrlein zirpen. Da ist er ein Clowny. Und der Vater Morgana. Vater ist doch Morgulis. Ne Sohn. Sohn Garner. Oje. Weg da, Jake. Ich bin doch noch gar nicht in der Nähe. Naja. Bumm. Dann weiß ich auch nicht. Bumm, jetzt bin ich da. Boing. Endlich mal die Zeit verbessert. Ist gefahren. 26,5. Stille. Boah, ist das scheiße. Wie weit man zwischen den Zeilen lesen kann. Oh, Rottenfeller, Alter, oh Gott! Weltklasse, Kenny. Da hab ich mich eingeschissen, ey. wie viel Sprit habt ihr noch? 19,2. Wie viel? 19? Okay. 24. Oh, fuck. 20,4. Zu sehr drauf geschaut, wie viel Sprit. Aber ich muss meinen großen Stop noch tanken. Ich hab mich da irgendwie wieder ein bisschen verschätzt. Ja, ich find das Rennen halt auch ein bisschen weniger. Hat sonst, weil ich dachte, das ist mal ein bisschen weniger. Hä, hey, du hattest doch gesagt, du musst noch mega drauf tanken. Ja. Ja? Na, schön verarscht. Habe ich auch beim großen Stop. Habe ich auch anstatt nur 10 Liter, habe ich dann lieber erstmal 15 schön drin gemacht. Weil ich ja kaum noch was jetzt hatte beim Programmieren bin. Oh Gott. 25,760. Die neuen Reifen im Jokele machen's, der kommt näher. So, letzter Stopp. Glock geht auch rein. Ja, sind alle drin. Zum dritten Mal. Hol den dritten. Kenny, du hast auch 2 Stops bisher, ne? Ja. Joker 3 und Valvo dann 4. Jetzt muss man den Darm halten bis zum Schluss. Er hat 40 Minuten gehalten, hält jetzt auch noch 20 Minuten. Darf nicht an die Pizza denken. Nicht an die Pizza denken. In den letzten 10 Minuten wollte ich so richtig einen raus. Ich will auch mal Teil der Aufnahme sein. Kommt so aus der Hose rausgekrochen. Da, Leute, jetzt bin ich gleich in der Darm. Release me. To the wild. Touch me. I wanna see your puppy. The sun always shines on you.
You are always on my scheiß. You are always on my scheiß. Er ist da. Er hat schon kloppt. Oh shit. Oh, das ist weit. Noch weiter und ich bin beim nächsten Grand Prix angekommen. Also Gusto ist draußen? Ja. Er raucht. Aber ist ja nicht so, als hätten wir da vor 3 oder 4 Runden drüber geredet, dass er da schon abgefangen ist, ne? Sagt er, weißt du? Wo war das? Kanada? Wo Glock seit 30 Runden ausgeschieden war? Und du so, hey, da steht ja Valvo! Das ist nochmal so gleich dabei. Fickens! Wie bitte? Schaufelle knabbert Sekunde um Sekunde von meinem Vorsprung weg. Joker Hunger! War aber auch immer mehr Scheiße. Kenny Scheiße! Ein Reifen bei 59% aktuell. Dann machst du einen Stopp, 3 Runden vor Schluss. Nein, 2. Disqualified. 2 Runden fahren. Hallo Balor. Balor und Rauchbeut. Ich dachte, den wäre ich los. Niemals. Never ever. Jake war auch dein letzter, oder? Nee. Einen hab ich noch. Ja, würde ich jetzt dann machen, oder? Wenn die KI da... Bevor du aufrollst. Rollen. Ein, zwei Runden gehen aber noch. Nein, mach ihn jetzt! Sehr witzig. Boah, Alter. Bin gespannt, was ich dann nachher noch tanken muss. Also Aufhängung ist bei mir seit Rennbeginn rot. Aber es geht. Aufhängung in Rot. Eine gute Aufhängung, schlechte Aufhängung. Ich würde sagen, Red Aufhängung. Cheek to cheek. Glock, du Arsch. Oh Gott! Großer Stop kommt jetzt. Fast das Auto verloren. Am Gras. Das war knapp, ich bin fast an meiner Box vorbeigefahren, halt. Jake, damit du es auch weißt, da bin ich gestanden. Ah ja. Komm schon, zieh drauf. Zieh drauf. Alles raus, oh, Pfurzen. Vielleicht hat's geklappt. Ja, reicht leider nicht. Fuck. Ah, shit. Ja, Gift. Oder komm schon. Nee, es reicht nicht, ganz knapp bleibt Jokele vor mir. Noch muss ich die Kurve fahren. Oh shit, ich bin angeschlagen, ey. Fuck. Oh Gott. Nein. Bist du neben mir, Chick? Nö, in dir. Och Jokele, was soll das denn? Was soll das? Womit habe ich das verdient? Oh. Rockenfelder zusammen, ne? Das hat mich auch ein bisschen verwirrt. The Terrible Twins. Und wir sind wieder da, wo wir gestartet sind. Hallo Joker, ne? Juhu. Und jetzt hast du die besseren Reifen. Guck mal, du draus machst. Weiter Linie. Entschuldigung, hab ich dich berührt? Nein, alles gut.
versuch ganz innen zu bleiben. Komm raus. Entschuldigung. Alles gut? Alles gut. Ja, was? Oh. Alter, ich bin von meinem Stuhl verrückt, weil ich Angst hatte, dem reinzuknallen, ey. Ah, Gott! Das ist das Positive. Alter, Alter, kann der aufhören, Scheiße zu fahren? Oi! Alter, was? Alter, was ist denn los? Wenn du an der Seite bist, dann. Jake, sag doch Bescheid, wo du bist. Bist du da, Jake? Ja, ich fahr jetzt hinter dir her, ich fahr wieder. Magst du vorbeifahren? Ich fahr doch jetzt in die Box. Okay. Oh, ja, ja, ich fresse. Ja. Sir, dein Final Warning. Stresst mich da. Genau. Toyota. Dollop. Agib. No, Priorix! Schräg zu seinem letzten Stop drin. Da schließt sich der Clan gleich an. Ich habe meine Stops damit durch. Ah, der Brems hat noch behinderter Motara. Geht das? Oh Gott, wie viel muss ich noch an Benzin hier machen? Ich hab definitiv zu viel. Ich auch. Ich hab vor meinem letzten Stopp, 13 Minuten vor Schluss noch 8,4 Tank. Ich hab jetzt nach meinem letzten Stopp 30,5 Tank. Das ist definitiv zu viel. Ne, ich 33. Ich fahre einfach am Anfang mit viel zu viel Sprit los. Ich habe jetzt 21 und hab. Alter Tomczyk! Gerade auch jetzt noch einen Reifenstopp gemacht. Ich hoffe mal, dass mir nicht plötzlich Benzin aus dem Tank läuft. Wie oft müssen wir eigentlich noch am Arsch gehen in dem Rennen, Tomczyk? Na, bis du endlich homosexuell bist. Ich glaube auch. Ich glaube auch, ich glaube es nicht. Ich kann da vorne befreit auffahren. 25,5 Sekunden Vorsprung. 26 aber Sekunden. Aber ich muss halt dann noch mehr tanken fahren. Wenn ich hier gerade beim Verkehr festgesteckt habe. Kenn ich. Schreib's in die Kommentare. Schreib. Du ladest ja eh nichts hoch, Kenny. Ach, darum kann man es ja mit dir in die Kommentare schreiben, zum Beispiel. Also. Obwohl, schaut lieber beim Joker oder beim Jake bei Balboschatz. Wenn der seine Videos am Tag 18 Stunden schneidet. Schau mal bei Michi vorbei. Schreib es Michi in die Kommentare. Oh Gott! Warum steht denn bei mir immer King of Pizza und der King of Hörnert? Oh, das war knapp mit Molina. Oh, Jokele mit dem Fehler? Oh. Das war knapp mit der ersten Kurve, Alter, was mache ich denn? Ja, ich bin 6. Das war echt nicht. Diesmal nicht. Immer noch? Okay. Ja. Oh, Perfekt, Alter. Steht ja, Perfekt da? Nee, aber Perfekt wollte jetzt gerade in die Box sehen und ich. In der letzten Kurve, wo sie alle so einscheren, war ich leider nicht, wo er gerade fahren wollte. Oder Wittmann hat sich vielleicht ein bisschen rumbewegt. Werner. Okay. Hör mir zu. Hier ist Werner. Wittmann, oder?
ich schon wieder Wehrlein vor mir, ey. Das ist doch letztes Mal schon fast in die Buchsen gegangen. Werner raus, jawohl. Klitoris schert aus, der geht nochmal an die Box. Ich dachte, dass hier auf dem A1 nur noch ausfallen. KI zum letzten Mal drinnen. Miri, du lebst ja auch noch. Noch. Du kannst dich nur erinnern an die Schweiz, hä, Miri? Es war ein Spaß mit uns beiden. Ah, neu. Ja, ein kurzweiliges Rennen in Österreich. Joker in der Box. Ja. Der Joker kommt zum letzten Mal einer. Hinter mir auch Rockenfeller. Und Co. 8 Minuten haben wir noch auf der Uhr. So machen die Uhren bei euch? Wieso macht der Ken bei uns? Ach so. Macht der Kenny nicht immer. Pass auf. Perfekt. Perfekt. Der Joko setzt sich genau in die Mitte von der Lücke zwischen Kenny und mich. Wir. Ein Lückenfüller. So wie er entstanden ist, war ein Ding zwischen der Mama und mir. Oh shit. Thumbnail technisch bisher nicht viel passiert eigentlich. Ja, kann man höchstens Widmann oder so, der da. Ja. Oder der abraucht. Ja, Fahrfuß verschwinden. Jokele und mein Duell war aber auch nicht schlecht. Weil da ist bestimmt ein bisschen Footage. Ich weiß aber nicht, ob wir uns jetzt berührt haben, also Szene daneben. Er kann sich nicht mehr erinnern. In der Strecke, oder? Jedenfalls nichts Spektakuläres im letzten Rennen. Letzten Rennen waren wir, ja. Boah, du machst das Toyota-Schiff, wo der Balbo steht. Vielleicht grinst der Streckenboss noch wieder, geil. Spengler, da bin ich übrigens gestanden. Nur zur Info. Stell dir mal vor, du hast es eine Stunde lang im Boxenfunk, ey. Leute, guck mal, da hab ich gestanden. Boxenfunk aus! Tickt auch so aus wie der Weißler. Ab der Scheiße. Halt die Schnauze! Boah. Alter, da geh ich sehr, sehr weit. Eieieiei, aua. Oh, mein Auto ist noch heil. Heile, heile Gänzchen, mein Auto hat Schwänzchen. Aha. Ist ein Mantra. 1,25541 ist übrigens meine beste Runde. 784 leider. Oh Scheiße. Gott, Spengler! Und tschüss!
Sektor 1. Auf Wiedersehen. Da steht, Achtung, er steht in der ersten Kurve. Ich glaube nicht mehr, gelb ist schon aufgehoben. Oh. Schleppt er sich noch weiter? Vorne und hinten raus. Und der war auf dem 6. Platz. Upsi. Mein Fehler. Meinst du, er hat ihn zurückgeworfen? War die. Nee, ich glaube, er ist noch. Er hat Abstand verloren, aber ich glaube, er ist noch 6. Wäre dann nämlich punktgleich mit Wittmann. Baron mit Abstand. Abstand. Der Beste. Der Beste dieser Gruppe. Ah, kann ich auch wieder angucken. Wer es kennt, schreibt es für mich in die Kommentare. Besser ist das so, hä? Was? Ein ausvorzügliches Rennen vom Kenny, ja? Was ist denn dieser Jagdclub? Den kenne ich gar nicht. Yachtschein. Yachtclub. Wie kommst du aus den Aussichten? Er braucht kein Buch. Er hat schon eins. Die Saufkumpanen, ey. Ja, sie sind. Ich bin geil. Muss so zusammenschneiden. Das Beste aus Phantasmagoria und dem anderen. Ja. Forward Light Shield. Wohl eher besser das Beste aus. Von Spieler aus Spiele mit Bart. Einfach mal bei YouTube eingeben Spiele mit Bart Game Blue Knight. Dann findet ihr einen sehr behaarten und einen sehr glatzköpfigen Typen rumsitzen, die sehr, sehr unterhaltsame Sachen machen. Das klingt jetzt falsch, aber. Alte Spiele spielen und daraus alte, sehr beschissene Spiele spielen und daraus eigentlich sehr, sehr geile Videos machen. Jetzt brauchst du es in die Kommentare auch nicht beschreiben. Also auch beim Meister geht schon. Ich würde jetzt sagen, beim Meister könnte ich trotzdem mal schreiben. Wer ist denn dieser Gabriel knickt? Was hat er sich umknickt? Ist er verletzt? Hey, ich hab noch ein Interview. Kann er sie Interview? Mit Gabriel knickt. Wir sie sind! Oh Gott. Oh Mann, das müssen wir so zusammenschneiden. Ja, hallo, kennen Sie mich nicht? Wir sie sind! Wer mit Abstand der Geister dieser Double ist. Alter, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich könnte tatsächlich das erste Rennen werden, indem ich nicht von Jake berundet werde. Ja. Jake legt einen Turbo-Booster. Du bist gerade bei Platz 10, oder Jake? 8. 8. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Die Glock vor mir. Oh. Entschuldigung. Letzte Minute. Also 2 Runden haben wir noch. Ein Spengler direkt vor Rockenfeller. Aber noch 6. Na, schau, Spengler. Wie es sie sind. Oh Mann. Ja, Daumen nach unten für die Streckenposten. Ich schlepp den Wittmann einfach nicht ab. Nee, nee.
Zeit ist abgelaufen. Tornoshop. Wer hat an der Zeit gedreht? Oh Gott! Stimmt es, dass der Ball vor der letzten Kurve steht? Quatsch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin auch geil auf Monaco. Gratuliere, Jake. Ich wollte es auch schon in den Raum werfen, weil wo? Ganz ehrlich, Kenny, das Rennen geht so kurz. Das hauen wir noch hinten dran, oder? Nein. Nein. Das ist so schnell zu Ende. Wäre schade, wenn das eine eigene Aufnahmesession wäre. Jake, bist du doch dabei? Nee. Was? Gut, okay, Jake ist raus. Es gibt einen neuen Sieger in Monaco. Wittmann. Glückwunsch, Kenny! Glückwunsch! Starke Brille. Gratuliere, Kenny. Glückwunsch, Joker. Gratuliere, Jogel. Na, danke. Nach einigen Ausfällen und einem DNS im letzten Rennen brüllt der Löwe mal wieder so ein bisschen. Dünnschiss. Das weiß ich nur. Da bin ich gestanden. Daniel Bryan has been medically cleared to return to in-ring action. Ja, toll, Gott sei Dank. Oh, ich muss mal kacken. Nach einer Stunde 46 Sekunden haben wir folgendes Ergebnis: den Jake of Giants vom Kenny auf der 2. Ich wollte gerade sagen, welcher Name ist das denn? Und Platz 3. Godzilla. Jeder Hersteller einmal vertreten. Valvo auf der 4, Perfett auf der 5, Spengler 6, 7, Rockenfeller und Glock auf der 8. Ausgefallen sind mit Bremsproblemen Marco Wittmann, Augusto Papus mit einem Motorschaden und bei Dirk Werner ist die Aufhängung zu Bruch gegangen, hat man gut an den Spuren gesehen, die er da hinterlassen hat. Ja, Rockenfeller, gut gemacht, er hat dich mal gepunktet, du alter Fotzer. Hat er nicht? Ah doch. Hat er nicht. Nur zwei Mercedes in den Punkten, wenn ich das richtig sehe. Eins, zwei Audis, der Rest natürlich BMW. Diesmal ein klareres Rennergebnis als beim letzten Mal, wo die Verbindung abgekackt ist und wir dann zusammenstoppeln mussten. War das? Das war ein Löckerstil. Oder was? Vor zwei Rennen. Zwei vor zwei Rennen. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Marco Wittmann steht übrigens seit 38 Minuten und 45 jetzt im Sand. Geil. Glückwunsch, das ist ein Applaus wert. Auch an den Streckenposten, vielen Dank. Och, ging das Rennen schon los, ach so. Ich schwenke jetzt einfach mal in der Fahne, hallo. Guck mal, wenn da ihre Alten wahrscheinlich an der Bande durch. Genau. Oder was auch immer. Glock holt noch einen Punkt. Aua. Und Spengler hat es nichts mehr gekostet. Der fick mit mir. Das könnte vielleicht ein Samtel sein, Jockel. Naja. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal im schönen Monaco. Dann tschüss. Montreal, sag ich schon. Montreal wäre schöner, ja. Monaco, das Montreal Europas. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, gell?